baby, I'm ballin'. Servus Freunde und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video hier bei den Freekickers. Denn heute kombinieren wir Fußball und Fortnite und haben deswegen nicht nur Fußball eingeladen, sondern auch Gamer. Wir sind zuerst hier auf dem Platz, machen ein paar Challenges, gehen dann aber rüber und werden uns auf der Konsole messen und auch da die neuen Fußball-Outfits von der neuen Let Them Know Kampagne aus Fortnite testen. Und ihr seht schon, Martin ist Team Weiß, ich bin Team Schwarz. Ich wünsche dir trotzdem viel Erfolg und euch viel Spaß beim Video. Let's go! Die erste Challenge ist Tic-Tac-Toe. Im Hintergrund haben wir das Ganze schon aufgebaut. Ja, ich habe mir überlegt, fußballerisch müssen wir einfach jemanden vorschicken, der direkt gut vorlegt. Deswegen wird Amar das Ding rocken. Ja, ist der Beste, würde ich auch sagen, bei euch im Team. Ja. Und wir haben uns dazu entschieden, dass ich einfach mal vorgehe. Ja. Schick, schnack, schnuck. Jawohl! Let's go! Ich darf das erste Kreuz setzen. Jawohl, rechts, entspannt. Aber du musst auch merken, wo der getroffen hat. Ja, müssen wir uns merken, ja. Unten rechts. Was ist denn das? Mitte rechts. Mitte rechts. Mitte rechts. Mitte? Oh. Okay. Jetzt muss Amar unten links. Komm, Pfosten, komm, er macht schon Golf. Komm schon. Ja! Wie wir sowas schon bejubeln. Mitte, versuch Mitte. Jawohl. Sehr gut, Martin. Sehr stark. Ich muss den zumachen. Oben links. Oben links. Ja, ja, deswegen ist Vorlegen geil. Guck dir den Druck an. Ja! 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 Stabil. Aber Martin muss halt jetzt oben links treffen. Oh! Ja! Richtig guter Schuss. Ich nehme den mit. Ey, das war sehr, sehr stark. Das war sehr, sehr, sehr super. Ich wollte es nochmal auffangen. Zweites Battle, direkt ein Keeper-Battle. Mike versus Jan. Martin, gleiche Technik, oder? Bro, ja. Ja. Wirklich, trust me. Really wanted was a little bit of fall. Rechts ist der way to go. Mitte, Mitte. Ja! Ja! Der war oben. Ja. Wo ist jetzt eure Taktik? Jan ist so ein Kandidat, der macht jetzt Pfosten links. Oh! Ja. Oben rechts musst du treffen. Oh! Wie gut seid ihr denn alle, Mann? Jetzt musst du Mitte rechts. Nein! Bro, wenn du jetzt Mitte rechts machst, haben wir gewonnen. Ja! Ja. Schade. Ey, aber ist noch nix. Ist easy. Da ist er! Da ist er! Aber immer mit berühren. Oh, jetzt musst du Mitte links machen. Zumachen. Jawohl, Junge! Ja, stabil. Einfach mal ein bisschen konzentrieren, ein bisschen runterfahren und dann geht das. Bro, ist gut. Aber trotzdem stark. Yoshi? Ja. Hast du dir was abgeguckt? Ich bin da eigentlich. Ich weiß, dass man in der Mitte nicht ausmachen sollte. Schnick, schnack, schnuck. Jungs, wir fangen an. Let's go! Ja, so sieht's aus. Das wollten wir hören. Nicht ohne. Ja. Ich dachte, der fällt noch runter. Mach unten alles zu. Und links zumachen. Und dann haben. Da muss er oben rechts treffen. Nein. Man hat so Druck bei dem. So, jetzt machst du oben rechts zu. Jawohl. Easy. Wahnsinn. Oben links. Jawohl. Alter. Latte nach unten. Das war geil. Mitte rechts rein, fertig. Der Junge und Druck. Yes! Yes, Junge. Sag mir, dass ich Druck habe. Sag mir, dass ich Druck habe. Entscheidungspunkt zwischen Sven und mir. Schnick, schnack, schnuck. Ich leg wieder vor. Ja, wow, Bro. Ich bin gespannt, was du dir einfallen lässt. Oh, no look. Sven, das würde ich nicht auf mir sitzen lassen. Sven, der muss no look. Der muss. Jawohl. Ja, ganz easy. Hey, ich mache einfach wieder Mitte unten, oder? So, und links. Ja, super Sache. Ganz stark. Er hat schon zwei Kreuze. Ich muss jetzt oben rechts für ihn blocken. Argentinien, Portugal, ja. Boah, der Junge, Alter, Eis in his veins. Wir müssen nach rechts, Mitte. Denk dran, deine Kameraden werden das Video sehen. Der war unten. Der war wieder unten. Unten, oder? Mitte rechts. Oh, Bro, den kriegst du hin. Confidence. Der Ball bringt Pech. Das ist meine Lieblingsecke. Ich schieße da immer eigentlich. Ja! Macht er gut. Macht er gut. Mein Respekt. Ehrlich. Stabil. Die zweite Challenge ist was extrem Geiles und deswegen müssen wir jetzt erstmal hier umbauen. Genau. Wir nutzen die Zeit aber, um uns schon mal ein bisschen die Finger warm zu spielen. Wir haben nämlich Gamer dabei, unter anderem Amar.
was Arman der Konsole bei Fortnite kann, wisst ihr ja schon, deswegen müssen wir jetzt üben. Let's go. Ja, Freunde, also ihr müsst auf jeden Fall im No-Build-Modus darauf achten, dass Aiming das Wichtigste ist. Es gibt 4 verschiedene Shotguns, glaube ich, zurzeit. Ich würde immer die Prime-Shotgun nehmen, mit der könnt ihr öfter schießen. Und das ist für mich, glaube ich, das Wichtigste, plus Sturmgewehre. Das ist das Item. Viele Schüsse hintereinander. Sehr viele Schüsse hintereinander, auf lange Distanz. Scheiße, warum hörst du zu? Ja, wow. Weißt du, Amar sagt, nimm keine MPs, ich laufe hier mit 2 MPs rum. Liegt auch gar nichts anderes auf dem Boden, ne? Oh, hier. Hä, warum geht das? Warum kann ich nicht schießen, hä? Alter. Amar, welches Sturmgewehr ist nice? Aber jetzt sagt mir keine Troll-Antwort. Nee, also auf jeden Fall nicht die AK. Warte, ich guck mir die mal kurz bei dir an. Also ich habe jetzt gerade 2 verschiedene. Ja, okay. Die ganz links ist super. Das ist die beste, die Hammer. Und die rechte ist tatsächlich auch nicht so schlecht, weil die kann sich weiterentwickeln. Je mehr Schaden du auf die Gegner machst, desto, also keine Ahnung, jetzt ist sie gerade in grün. Ja. Ne? Und wenn du jetzt, sag ich mal, 200 Schaden gemacht hast auf den Gegner und du sie nachgeladen hast, dann wird sie blau genommen. Die Schweine greifen mich an. Aber dann bleib ich mal bei der Hammer. Ja, die Hammer ist sehr gut. Oh, oh Gott! Oh, nice aim. Ich find's bei dir gut, dass du ohne Waffen kämpfen möchtest. Hä? Ist noch keine aufgesammelt, Mike. Ich find keine. Wie, du findest keine, Bro? Oh Gott. Ich find keine Waffen. Evochrom-Schrot ist nix, ne? Die Evochrom-Schrot, die ist nix, oder? Die hier? Die ist gut. Mit der kannst du halt durchdrücken. Also, guck mal. Also, ich zeig dir das mal. Wenn du mit der halt, dann schießt du, dann lädst sie nach. Dann hast du jetzt so ungefähr 2 Sekunden. Wenn du jetzt mit der hier, du kannst schießen, 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 schießen. Und das ist jedes Mal eigentlich stabiler Schaden. Aber dafür ist es halt nicht so viel Schaden. Ja, okay, alles klar. 2010 hieß nicht umsonst Sniper Madin PS3. Sniper Madin auf PS3. Wie viele Kills traust du mir zu? Ich guck mir das gleich hier an, was geschehen oder so, kann ich das sagen? So, Freunde, kommen wir zur zweiten Challenge. Die kombiniert nämlich Dribbeln, Schnelligkeit und Abschluss. Bei dem Dribbeln müssen wir darauf achten, dass die Tennisbälle nicht runterfallen. Beim Schießen müssen wir gucken, dass wir das Tor treffen, aber auch das Ganze in der schnellen Zeit absolvieren. Die 2 schlechtesten Zeiten werden dann gestrichen, egal ob du getroffen hast oder nicht. Und am Ende zählen wir natürlich auch die km/h von den Toren. Postentor, doppelte Punktzahl, Winkel mal 3. Mein Team kann so krass schießen, oder, Amar? Jetzt wird's 2-0. Let's go! Schnick, schnack, schnuck. Wie bei Fortnite, auch beim Fußball ist eine Teamsache. Ich würde sagen, direkt mal ein Starker als erstes, ja. Du könntest auch alle Tennisbälle einfach mitnehmen aus Provokation und dann einfach winkeln. Ist das, boah, ist das saftig. Alter. Oh, ist schon zügig. Ist das saftig? Ja, ja. Minus 10, schon mal. Alles gut, alles Komm. Gut. Sitz. Schön! Bro, 81. Da muss man, geil vorgelegt. Aber hätte er den Tennisball nicht umgeworfen, wäre es ein richtig krasser Versuch. Ja. Ja, aber jetzt brauchen wir Mike. Kasa, ich bin gespannt, ob du mit Druck kannst. Jetzt brauchen wir dich, Mike. Mike! Ja! Come on! 74. Jetzt habt ihr wieder Druck, Jungs. Mhm. Geil! Vamos, Martin. Und let's go. Ja, sieht gut aus. Oh, kurz nach der Stolper. Alles gut. Hauptsache, der ist es drin. Winkel zählt mal 3. Komm, Martin. Und? Ja! 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 Super, Jan! Und der geil! Na, geile Parade. Stark. War gut. War gut. Oh, guck. Oh ja. Oh, macht ja. Gut. Guck ihn aus, guck ihn aus. Boah, gut, safe. Wahnsinn. Super. Was? Oh, jetzt Mike, Mike! Ja! Und 95, Junge! Ja! Ja! 95! Okay. Oh. Anton, du musst treffen, Bro. Gib mir keinen Herzinfarkt. Oh, der ist stark. Der ist stark. Anton, mach das Ding rein! Ja, den hält er, den hält er. Unser Keeper. Mach mir gar keine Sorgen, Digga. Ich kann sowieso 3 Tennisbälle liegen lassen, weil ich schieß 130. Ah, ja. So. Plus Pfosten, ne? Plus Pfosten. Oh ja. Geil. Das ist gut. Das sieht super aus. Oh, da ist schon einer. Geil, den haben wir mit einberechnet. Oh, ja. Was war das denn? Lass dir Zeit, lass dir Zeit. Was macht der? Oh. Ey, war das ein Elastico? Ja. War das ein Elastico? Und, was sagst du? Okay. Okay. Brutale Schusstechnik. Auch Dribbling ist gut. Zucker, jetzt einfach reinwechseln. Ja, Winkel, Winkel! Niemals, Winkel! Nee, da muss schon clean reingehen. Hallo. Ne? Ist das geschmeidig? Boah. Das ist schon...
Oh, wow! 82! 80, Junge. Digga, das ist Lass Maschine, Jungs. Was ist das für ein Team? Martin, komm. Ein winkisches Bump. Boah, geiles Dribbling. Da hörst das du war nix, schnell. Ne? Da hört man nichts. Oh! Nein! Ja, schön clean. Den haben wir doch hier gekauft. Weiter ran. Ja! Mike! Ja! Oh mein 93! Oh. Ja! Ich bin doch. Bro, du hast Potenzial. Du solltest mal vielleicht mit dem Fußball versuchen. Schön. Boah, bestes Dribbling bisher. Ja. Junge, hau das Ding in den Giebel! Ja! Oh, ich krieg ihn nicht hoch, Mann. Oh ja, das ist ein geiler Start. Ja. Der AMG ist warm auf jeden Fall. Ne? Über den Ball! Oh, ja. Oh mein Gott! Gute Performance. Der aktuelle Punktstand, ihr habt es gesehen, ist 1:1, also extrem spannend gerade. Ja, und ich finde, wir sind extrem auf Augenhöhe und deswegen freue ich mich aufs nächste Video. Ihr müsst auf jeden Fall gespannt bleiben. Es geht nämlich noch ins Gaming.